Als erster Bürgermeister von Hamburg hat Olaf Scholz einst gleich mehrere Ladesäulen für Elektroautos persönlich eingeweiht. Damals standen in der Hansestadt ein paar hundert. Als Kanzler ruft er nun das ehrgeizige Ziel von 1 Million Ladesäulen deutschlandweit bis 2030 aus. Bislang sind es gerade mal 90.000. Olaf Scholz kündigte heute dafür ein Gesetz an, mit dem er 80% aller Tankstellen verpflichten möchte, Schnelllademöglichkeiten bereitzustellen. Die Anzahl der Ladepunkte muss in den kommenden Jahren mitwachsen mit den E-Autos. 15 Millionen sollen bis 2030 auf deutschen Straßen fahren, so Scholz. Doch trotz Verkehrswende, die Verbrenner stellen einen neuen Rekord auf. Laut Kraftfahrtbundesamt waren zu Jahresbeginn 48,8 Millionen Fahrzeuge gemeldet. Lediglich 2,1% davon waren reine Elektroautos, also gerade mal 1 Million. Auf der internationalen Automobilausstellung IAA in München trifft sich gerade die Autowelt und Florian Eckel ist für uns hingefahren. Größer, schneller, futuristischer. In Sachen E-Autos wird geklotzt und nicht gekleckert auf der IAA Mobility. Wir werden bis Ende 2024 rund 170 Modelle weltweit auf der Straße haben, alleine von deutschen Herstellern. Ein großes Angebot für die Verbraucherinnen und Verbraucher. Über denen schwebt seit mehr als 2 Jahren ein großes Versprechen der Automobilindustrie. Ein bezahlbarer Kleinwagen mit E-Antrieb. Genau das, was viele wollen. Dass man 4 Personen reinbringt. Einigermaßen normaler Kofferraum, klein finanzierbar und Reichweite. Es gibt mittlerweile einige Elektroautos, die halt wirklich auch so sehr luxuriös und für die Edelklasse Luxusmarken sind. Da muss der Deutsche halt noch ein bisschen nacharbeiten, dass man in dem Segment auch reinkommen und nicht nur bei den Großen. Weil die heimischen Marken zu sehr auf dicke Karossen zu dicken Preisen setzen, kommen jetzt neue Player aus Fernost auf den Markt. In China gibt es schon zig Anbieter von E-Autos für den kleinen Geldbeutel. Die Innovationen in der Batterie, die kommen aus China. Ein großer Vorteil für die chinesischen Autobauer, bei BYD zum Beispiel. Und das Zweite, alles was Software betrifft, ist China deutlich weiter als Deutschland. Folge: Die Kosten pro Auto sind für deutsche Hersteller höher. Deswegen lohnen sich die großen Modelle mit höheren Margen mehr. Dennoch versucht Opel mit der E-Variante des Corsa und des Astra auf Kundenfang zu gehen. Auch wenn die Preise noch bei mehr als 31.000 Euro liegen. Doch es tut sich was. Volkswagen verspricht bis 2025 ein Modell für 25.000 Euro. Das soll nur der Anfang sein. Auf der einen Seite setzt VW durch ein größeres Angebot auf niedrigere Produktionskosten. Und auf der anderen Seite haben wir technologisch dort auch die richtigen Weichen gestellt. In der Batterietechnologie, wo wir mit einer Einheitszelle unsere Marken versorgen. Damit wird es uns gelingen, auch die Kosten der Batterie um rund 50% nochmal zu reduzieren. Einen anderen Weg geht Mercedes. Statt eines günstigen E-Einsteigermodells setzen die Schwaben auf ihr Luxus-Image. Das CLA Concept Car soll 2024 Realität werden. Teuer, aber mit mehr als 700 Kilometern Reichweite ein E-Auto der nächsten Generation. Hier setzt man auf Energieeffizienz. Ein Prinzip, das auch Bundeskanzler Scholz gefällt. Schon jetzt kostet Benzin im Vergleich zu Strom auf 100 Kilometern knapp das Dreifache. Ein durchschnittliches E-Auto amortisiert sich damit oft schon nach 5 Jahren. Ab da fährt man also nicht nur sauberer, sondern auch billiger. Ich will, dass diese Zeit weiter sinkt. Dafür möchte Scholz für günstigeren Strom sorgen und appelliert an die deutschen Hersteller, günstigere E-Autos zu produzieren. Denn statt größer, schneller, futuristischer wollen viele lieber was Kleines, Bezahlbares.